Leute, willkommen zu einer weiteren heißgeliebten Runde von Minecraft for Arena. Wir zocken ein bisschen auf Timolia, denn das ist der einzige for Arena Server, den ich jetzt kenne, und wahrscheinlich ist es auch wirklich der einzige Server von for Arena, der existiert. Wenn ihr mich damit irre, dann würde ich mich sehr darüber freuen, dass ihr mich da mal darauf hinweist, aber ich glaube nicht, dass ich mich irre. Nope, aber ich sehe da jetzt nicht mal die Notwendigkeit zu werden. Na, Dude, getanhardet. Easy, Digga. Easy, Digga. Ja, okay. Das reicht. Nicht wahr. Übrigens, Leute, wollte ich euch noch was sagen, und zwar nämlich, müssen wir eher was fragen, und zwar nämlich, wollt ihr eventuell auch noch, neben Minecraft Clash Royale sehen? Das würde mich immer echt interessieren, und fuck, das hätten wir gerade echt fast verlieren können, aber das gewinnen wir. Okay, GG. O-Spamming ist doch eigentlich echt solide. So, das ist, finde ich, die beste. Also, ich finde ganz im Ernst die besten Reaktionen auf so ein. Die wissen Spammer. Also die besten Reaktionen auf dieses. Spammer sind meiner Meinung nach. Also, meiner Meinung nach immer, du bist ein schlechter für die. Okay. Ja, also, Leute, ganz im Ernst, solche Leute provoziere ich gerne. Ist nicht so, weil ich solche Leute nicht mag. Also, ernsthaft. O-Spamming. Wieso soll ich denn bitte den Bogen nicht benutzen? Weil die das dann nicht mehr so ganz viel Spaß macht? Oh ja. Oh Gott, jetzt meint er noch nicht wie ein Angeber. Und nein, Leute, ich renne jetzt nicht weg, weil der Beste ist, sondern einfach, weil es gerade dumm wäre, mich nochmal zu stellen. Ganz im Ernst, solche Bo-Spammer-Hater, die trigger ich doch immer gerne. Und jetzt kann ich, glaube ich, auch mal eine Runde verlieren. Aber hätten wir jetzt bewegt nämlich wieder total. Das wäre jetzt einfach typisch, ja, typisch Idiot von Minecraft. Also müssen sich denken, Minecraft ist ein geiles Spiel und so weiter, aber ich verstehe echt, dass manche Leute die Minecraft-Community haben. Ich hasse die Minecraft-Community zum Teil auch, aber nicht anders als Minecraft-Community. Aber ja, es sind so einige Minecraft-Spieler, die. Ja, aber denen denke ich mir einfach immer nur, wieso? Wieso machst du so? Wieso machst du das? Wieso bist du so dumm? Und wieso bist du vor allem nicht so unreif? Ich meine, die haben teilweise echt die Reife eines, Kleinkinds. Oh, wie schön, jetzt wurde der auch noch von Muggel HDD geschlagen. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich. Ja, also, der ist nicht unbedingt ein guter PvP und du hast dich von ihm besiegen lassen. Also, ja, eigentlich würde ich dir sagen, schäm dich, aber für den PvP-Skill solltest du dich nicht schämen, einfach für deine Dummheit. Hat da wer jetzt einen Bogen? Ich hab nichts gegen Bo-Spammer. Wer sagt, wenn jemand einen besiegt, indem er Bo-spammt, ist er ein Noob. Ganz im Ernst, diese Leute sollten sich einfach mal groß schämen. Denn Bo-Spamming ist, denn abgesehen davon,
Abgesehen davon, dass Bow-Spamming wirklich ein Skill ist, den du brauchst dafür Aim etc., ist es halt auch wirklich so, dass Bow-Spamming halt eine Art Taktik ist. Ich habe Angst, gecleant zu werden, deswegen will ich das jetzt mal nicht machen. Also Bow-Spamming mit einem Bogen kann man so gut abstauben. Aber gegen den Bogen werde ich halt einfach nicht abstauben. Also wenn, wenn jemand einen Bogen hat, kämpfe ich nicht, ganz einfach. Also nicht irgendwie, weil ich den Bogen, weil ich das gegen Bow-Spamming, sondern einfach wirklich, weil es dann halt keinen Sinn macht zu kämpfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von Sifika war das jetzt auch jetzt nicht unbedingt der Schlauste auf der Welt. Ja. Also ganz mehr jetzt bin ich eigentlich gegen ihre Boomer gestorben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Ganze von mir besonders gut war oder dass das Ganze von mir besonders schlecht war, aber ich bin wirklich an der Dummheit von Zyphika gestorben. Allerdings ist es halt ihre Spielweise, das ist auch in Ordnung so, auch wenn das Ganze, auch wenn sie sich dafür intellektuell gesehen echten Straf-Facepalm verdient hätte. Mit dem Bogen besiegen die mich. Wenn ich einen Bogen habe, besiegen die mich nicht. Okay, der hat relativ gute Rüstung, also ungefähr, also ein bisschen, der hat deutlich bessere Rüstung als ich, aber den kann ich besiegen. Ich habe deutlich besseren PvP-Skill als er, aber. Oh, Sifika hat scheiß Equip. Verkörde. Okay, ich muss abstauben, aber ich muss völlig aufpassen, dass ich nicht runterfalle, denn ich bin echt so. Kleiner Fall, der Matchkassierer. Fuck. Sauberer Schuss. Okay, GG. Abstauben ist auch fair. Pacifica gewinnen. Ich muss unbedingt Mogul HDD töten. Das klingt ehrlich sehr schön. Also ganz im Ernst, wieso meinte die denn wir reden? Die dumm. Ah, ich hab die Idee, dieser fragt ich dumm ich? Nee, wieso denn? Maul. Ja, die ist auf jeden Fall nicht dumm. Wie könnte ich nur theoretisch auf so einen Gedanken kommen? Und wieso sollte ich sie jetzt auch noch absichtlich abfacken, nachdem sie sowas gebracht hat? Aber wie könnte ich nur? Okay, GG. Ich kann mir theoretisch jetzt erlauben, dass sie dreimal gewinnt. Danach habe ich so ein riesen Problem, weil das kann ich nicht verkraften, wenn ich diese Runde jetzt gewinne. Dann hat sie ein Riesenproblem. Die hat's da. Die hat auch wahrscheinlich Rüstung, die zeigt die nicht. Hätte die Rüstung nicht mal gebraucht, okay, aber jetzt muss ich erstmal eine Grab-Runde machen. Also wenn die mich jetzt bekommt, dann ist das nicht mehr so schlimm, aber wenn ich die jetzt bekomme, dann ist das halt schlecht. Also mal ganz im Ernst, Mogul HD ist der einzige in dieser Runde, den ich nicht total hasse.
Also wirklich, ich hasse die Mentalität der anderen. Die ist so, ey, du spielst nicht so wie ich will, du brauchst Spams. Und außerdem die, wieso schafft die es etc. Kann es möglicherweise sein, dass sie auch das Bossbam nicht mag? Und wieso Bossbam? Das hat sie jetzt nicht gesagt, deswegen will ich ja da jetzt nicht direkt sagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so ist. Also, minimale Doppelmoral? Nee, eher nicht. Ich glaube, dafür gibt es einfach keine Erklärung. So einfach ist es, okay. Obwohl, ich nehme jetzt, glaube ich, sogar direkt wieder Equipment. Okay. Wenn sie mich einmal trifft, bin ich tot. Nein, du musst schon hochkommen, wenn du einen Kampf mit mir willst. GG! Ja, wenn mich jetzt natürlich total beleidigen, aber ist mir egal. Oh, wie schön, jetzt verlässt sich auch noch das Spiel. Keine schlechte Verliererin. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst bitte eine positive Wertung, ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitte schreibt konstruktive Kritik in die Kommentare.